Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Heute habe ich einen App-Tipp für euch, der kann vielleicht mal verhindern, dass euer iPhone gestohlen wird. Also hört mal gut zu, vielleicht wäre das ja was Passendes für euch. Und zwar folgende Situation: Ihr seid am Reisen, zum Beispiel am Flughafen, habt eine Wartezeit und müsst euer iPhone aufladen, irgendwo an einem öffentlichen Platz. Und ja klar, ihr schließt das dann an und vielleicht geht man mal kurz weg, was man nicht tun sollte. Oder man schläft vielleicht mal kurz ein, man nickt mal ein und irgendjemand klaut einem das Telefon und man bekommt es einfach nicht mit. So, lange Vorrede, jetzt kommt die App, um die es geht. Die kann hier nämlich helfen, die nennt sich iSafe Charge. Und wenn ich die jetzt einfach mal starte, dann gibt es da eine kleine Automation, dazu komme ich etwas später. Und wir sehen eine Darstellung von meiner Akkukapazität, also ich muss aufladen. Also lade ich einfach mal auf, also Stecker unten rein und mein iPhone ist am Laden. Tja, soweit so gut, dann kann ich auch hier den Bildschirm ausmachen, kann das Telefon hinlegen und mich mal ein bisschen entspannen. Aber wenn jetzt der Langfinger käme und sagt, so hier iPhone, wunderbar, ich nehme es mal mit und er zieht es dann natürlich vom Strom ab. Ja, ich glaube, mehr muss ich eigentlich nicht mehr erklären. Dann geht hier voll der Alarm los, akustisch, und man hat noch die Chance, das mitzubekommen, dass irgendjemand das iPhone dann dort entwendet oder weggenommen hat und ihr könnt dort noch schnell eingreifen. Das macht die App. Mehr macht sie nicht. Das reicht ja auch, oder? Ist eine sehr, sehr simple App, ziemlich neu noch im App Store. Hier seht ihr nochmal, wie sie genau geschrieben wird, iSafe Charge. Und ja, hat noch keine Bewertungen, aber meine Bewertung für das, was sie tut, ist echt gut, Freunde. Da habt ihr hier noch eine kleine Anzeige, wie es dann eben aussieht, wie euer iPhone geladen wird. So, also, wenn ich jetzt aber hier mal auflade und ich stecke nochmal eben hier unten den Ladeanschluss rein und so, die Ladung ist gestartet und ich will jetzt aber ganz regulär mein Telefon wieder benutzen. Da muss ich natürlich erstmal hier entsperren und dann einmal komplett hier die App im Hintergrund schließen und dann kann ich hier auch wieder abziehen und es gibt keinen Alarm. So funktioniert das, Freunde, kann beim Verreisen, wer viel unterwegs ist, echt eine gute Sache sein, dass man hiermit ja mitbekommt, wenn jemand das iPhone beim Laden entwenden will. Coole Sache fand ich, deswegen wollte ich euch die App einmal vorstellen. Sie ist wie gesagt völlig kostenlos. Was man aber noch machen muss, bevor man die App dann startet oder sollte, wäre hier die Lautstärke ordentlich hochdrehen, damit der Alarm auch sehr laut zu hören ist. Und da man das doch schon mal leicht vergisst, habe ich mir hier eine kleine Automation dafür gemacht. Ihr wisst schon, mit den Siri Shortcuts oder hier den Siri Kurzbefehlen ist eine ganz einfache Geschichte. Dazu gehen wir hier unten auf den Punkt Automation, dann geht ihr hier auf das Plus, eine neue Automation festlegen, ihr macht eine persönliche Automation und dann suchen wir mal, dass wir hier eine bestimmte App dann auch als Start hinbekommen. Das ist hier unten App öffnen, da mal draufklicken, dann nochmal die App hier auswählen und dann suchen wir uns hier aus der Liste iSafe Charge. Wo haben wir es? Da haben wir sie. Also die auswählen, dann einmal auf Fertig gehen. So, dann haben wir schon mal festgelegt, wenn die App geöffnet wird, dann soll irgendwas passieren. Wir gehen auf Weiter und fügen jetzt hier noch eine Aktion hinzu. Und da wähle ich einfach mal hier oben in der Suche die Lautstärke. Dann kommt hier Lautstärke konfigurieren, einmal da drauf gehen und dann stellt man hier nur noch den Wert ein, am besten 100%. Weiter und dann vor Ausführen bestätigen. Das macht ihr da nochmal aus, sonst müsst ihr das jedes Mal nochmal anklicken und bestätigen, wenn das dann ausgeführt wird und das ist dann wieder lästig. So, und dann sind wir da auch schon fertig. Also wenn ich jetzt mal die Lautstärke hier komplett runterdrehe und ich starte dann die App iSafe Charge und dann seht ihr schon, Lautstärke wurde sofort auf 100% hochgeschraubt und damit ist das dann gewährleistet, dass man das auch nicht mehr vergisst, wenn man hier die App dann startet, um eben aufzuladen. Tja, Freunde, und das soll es auch schon gewesen sein. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Eine sehr praktische App, wie ich finde. Wer viel unterwegs ist, der hat hier bestimmt eine gute Verwendung für, gerade an den öffentlichen Plätzen, wie gesagt, wenn man dort auflädt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und wir sehen uns dann beim nächsten Video hier bei MeUpperCat. Ihr wisst, was jetzt kommt. Klar.